Gute, meine Freunde, und willkommen zurück zu Project Zomboid. Gleich zu Beginn möchte ich gestehen, ich habe einen Part verbaselt. Und zwar sind der Nexus und ich zur Polizeistation gelaufen, haben dort nichts erreicht, weil alles voller Zombies waren, sind dann elendig lang wieder zurückmarschiert, ohne irgendwas vollbracht zu haben. Ja, und bei diesem Part habe ich vergessen, meine Stimme aufzuzeichnen. War auch, glaube ich, so der langweiligste Part von allen. Deswegen ist es nicht ganz so tragisch. Ja, ansonsten gibt es hier nichts Neues an der Heimatfront. Abgesehen davon, dass wir uns jetzt darauf geeinigt haben, weil der Nexus meinte, mal wieder sterben zu müssen, dass wir in Zukunft es so handhaben, wir haben drei Leben, nicht als Einzelperson, sondern als gesamte Gruppe. Und wenn einer stirbt, dann wird eben ein Leben abgezogen von unserem Gruppenleben sozusagen. Und sobald die drei Leben weg sind, dann gilt quasi der Permadeath. Ich glaube, das ist für uns die beste Lösung. So müssen wir immer noch aufpassen, was wir tun. Und dennoch ist es möglich, kleinere Lappalien zu verkraften. Oder gut, wenn der Nexus halt meint, jetzt in den nächsten zwei Folgen wieder dreimal zu sterben, dann ist das so. Aber so ist das Let's Play dann wenigstens nicht gleich beendet und wir können noch ein bisschen Spaß zusammen haben. Ja, hier steht irgendwo ein Klon rum. Das liegt, glaube ich, daran, dass irgendwer Disconnect hatte, keine Ahnung. Aber wir werden tatsächlich demnächst noch zu viert sein. Ich werde aber jetzt nicht verraten, wer das ist, sondern lasst euch überraschen. Ich hoffe, das klappt auch so, wie wir uns das vorstellen. Und dann sind wir in Zukunft zu viert unterwegs, hoffentlich. So, okay. Unser Plan für heute, wir gehen nochmal Richtung Polizeistation. Dieses Mal heißt es aber, wenn nicht mit dem Baseballschläger, dann mit der Pumpgun. Deswegen werden wir die Schrotflinte mitnehmen und uns dann, denke ich mal, da durchprügeln, mehr oder weniger. Ja, so viel dazu. Was haltet ihr davon? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ja, zu unseren drei Leben. Ich denke mal, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Nexus die alle aufbrauchen wird. mal gucken. Ja, Nexus, du hast jetzt leider die Arschkarte, sorry. Ich glaube, ich trinke ein bisschen Reinigungsmittel, da habe ich jetzt Lust drauf. Wir haben übrigens vorhin schon ausgemacht, dass jeder sich ein bisschen spezialisiert auf seine Skills, damit wir nicht alle dasselbe haben. Mhm. Also bei mir wäre es zum Beispiel Tischlern. Und das war es eigentlich bisher. Also in was anderem bin ich sonst nicht wirklich gut. Der Nexus ist schon ein bisschen weiter mit anderen Skills. Und wie es bei dir aussieht, weiß ich nicht. Tja, eigentlich kann ich nichts. Ah, ich habe einen Erfahrungspunkt verfügbar. Ja. Ja, den musst du natürlich erstmal investieren in ein Kästchen, was auch schon voll ist. Ach so, ja gut, ich habe kein Kästchen voll. Ich könnte mich auf entweder auf Schusswaffen spezialisieren. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Oder auf Fischen, Jagen und Nahrungssuche. Kann man jagen hier? Jagen geht, glaube ich, noch nicht. Doch, Jagen geht zum Teil. Also wenn Jagen dazu gehört, dass man zum Beispiel Kisten bauen kann, die eine Falle sind, wo dann ein Eichhörnchen oder sowas reinrennen, Hasen oder sowas, dann ist das tatsächlich Jagen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Dann werde ich, glaube ich, mich in diese Richtung bewegen. Ich könnte natürlich auch meine Agilität ein bisschen verbessern. Und besser schleichen und solche Sachen. Wobei, levelt man da automatisch? Weiß ich nicht. Oder muss ich dann investieren, Erfahrungspunkte? Du musst investieren. Also wenn das Kästchen voll ist, dann ist da ein Plus drauf, es blinkt. Und dann kannst du diesen Erfahrungspunkt investieren. Ah, okay. Gut, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Und ich brauche was zu essen. Wer ist unser Koch? Ich bin der Koch. Auf. Mach mir was zu essen. Vibe. Ja. So, soll ich die Schrotflinte mitnehmen oder will die jemand anderes haben? Nimm du mal die Schrotflinte mit. Kommen wir eigentlich in diese Polizeistation so rein oder muss der Vorschlaghammer mit? Der Vorschlaghammer muss mit, schätze ich mal. Hatten wir noch nicht aufgebrochen, ne? Ja, dann nehme ich den mal mit. Huch, wo ist denn unser ganzes Gartenzeug hin? Schon aufgebraucht? Das ist alles draußen. Wir sind draußen, haben wir schon ein bisschen was bebaut. Kistchen steht da, da steht auch schon wieder eine Regentonne. Ja, das werde ich mir dann gleich mal angucken. Wasserflasche, glaube ich, kann ich ruhig mal mitnehmen. Die packe ich mir aber in die Tasche. Und die Laken kann man ja auch immer mal gebrauchen, kommen auch in die Tasche. Kann man sich ja eventuell noch Bandagen zusammenbasteln oder ein Seil, wenn man irgendwo gefangen ist. Diese Fallen, die kann ich dir übrigens bauen. Okay. Aus diversen Materialien. Also es gibt eine Käfigfalle, eine Kiste, die so zufällt. Also so ein typisches, wo ein Stock drunter steht, der dann zufällt. Und alles Mögliche. Also da gibt's schon einiges. Aber ich weiß jetzt nicht, wie man diese Viecher da reinlockt. Ah, du hast die Schrotflinte schon abgesägt, sehe ich gerade.
Die habe ich schon abgesägt, ja. Was bringt das nochmal? Kannst du das nochmal kurz erklären? Das ist die Streureichweite wird breiter. Okay. Wie ist denn das mit den Patronen? Kann ich die auch im Rucksack haben? Die kannst du auch im Rucksack haben, ja. Und rein ins Täschchen. Wie du die nachlädst, musst du dann selber rausfinden. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, gut, das werden wir dann sehen. Ich da stehe mit Dafür meiner. gibt's ja sogar ein extra Skill für Nachladen. Das finde ich ja auch sehr interessant. Ja, Nachladegeschwindigkeit wahrscheinlich. Wie er da steht mit seiner doppelläufigen. Oh, ich bin so ein Redneck. Ist es eine doppelläufige oder ist es tatsächlich noch eine Pump-Action? Keine Ahnung. Gut, ich brauche was zu essen. Ja, warte, sofort fertig. Mach bloß den Herd aus. Boah, ich Ist traue ja mich Gott sei nicht. Dank nur Mikrowelle. Ich traue mich nicht, dieses gekochte Fertiggericht zu essen. Warum? Das macht Warum? Langeweile plus 30 und Oh. Unglücklichkeit plus 25. Ja, nee, lass es lieber. Ich mache ein Lachs und ein Hackfleisch-Patty. Das könnt ihr euch ja dann teilen. Telefon! Wer ist es? Deine bessere Hälfte? Nee. Der Bruder. Okay. Also Feuer machen funktioniert übrigens auch. Da haben wir Das hier ist sehr gut. schon eine kleine Feuerstelle draußen gemacht. Das funktioniert sogar. Nur mit einer Hose, ne? Oder wie war das? Nein, du brauchst Stofffetzen. Du brauchst Zeug, was du da reintust, was brennt. Ja, man kann da vor allem Kleidung kann man da reinschmeißen. Nexus, ich hab Hunger. Und Stofffetzen plus Feuerzeug entfacht dann das Feuer. Nexus. Moment. Ich kann so nervig sein, wenn ich will, das ist super. Wir haben ja nur so eine scheiß Mikrowelle. Ich glaube, das Hab nächste ich Mal mich suchen wir gerade uns am Feuer. erschreckt, weil hier noch so ein Klon rumsteht bei mir. Auf einmal sprintet da noch einer durch. War schon kurz vorm Schließen. Da bin ich gleich mal gespannt auf die Schrotflinte. Oh ja, ich auch. Flasche mit Mayonnaise, lecker. Das musst du mal machen, so ein Miracle Whip Glas oder so. Voll machen mit, was weiß ich, Vanillepudding oder so. Und dann setzt du dich irgendwo in den Bus und löffelst das genüsslich aus. Legst dir hier in den Automaten das Hackfleisch-Patty. Das ist ja heiß. Oh, das macht Langeweile plus 10. Ich bin doch schon gelangweilt. Gut, gleich nicht mehr, wenn ich da um mich schieße. Dann sei froh, mein Fifi ist schon depressiv. Und steht extra klein drunter am Boden zerstört. Das ist ja gut, dass ich keine Kanone in der Hand habe. So, jetzt bin ich satt und etwas gelangweilt. Haben wir hier nicht noch irgendwo Magazine rumstehen? Ich glaube Glaube Bücher oder nicht. sowas. Bücher, schauen Egal. wir. Zombies erschießen vertreibt Langeweile. Lasst uns gehen. Weil ich natürlich mit Oberkörper frei, so wie es sein muss. Will einer noch den Lachs hier oder? Ach ja, das ist ja schick geworden. Ja, der Nexus kümmert sich jetzt um die Landwirtschaft. Kistchen, da ist alles drin. Daneben die Regentonne, um die Gießkanne aufzufüllen. Und die zweite Regentonne, die Okay. steht oben auf dem Dach. Wir sollten uns bald mal darum kümmern, hier den Zaun fertig zu machen. Ja, den habe ich gerade schon ein bisschen verlängert. Dann lass uns brechen. Ich werde jetzt gleich einfach mal die Schrotflinte ausprobieren. Nicht, dass ich da gleich stehe vor der Horde und es klickt nur noch. Aber natürlich ein bisschen vom Unterschlupf entfernt. Wie viele Patronen? 48. Boah, du siehst Schlecht. schon gefährlich damit aus. Ich weiß, ne? Vor allem mit meiner Halbglatze. Ich sehe so ein bisschen aus wie Stromberg im Rage-Mode. Hättest du noch so einen Hut, wärst du Heisenberg. Nee, nee, ich bin Stromberg. Na, ich Ja, brauche wie nur war's? zwei. Ja, wie war Stalingrad? Braucht nur noch 2 XP für Sprinten. Dann lauf schon mal Okay, vor. wichtige Info. Kein Problem. Ja, Ah, ich bin die depressiv. Alte da, die ist Wunderbar. fällig. So, Langeweile AD. Hallo? Oh, klick. Ja, wie lange. Das hat hier nicht gebockt. Erstmal Aber Panik, aber die Langeweile ist weg. du hast ja auch nicht geschossen.
Oh, jetzt geht's in den Wald. Und weg. Muss ich die sekundär ausrüsten, vielleicht die Munition? Du musst, probier einfach mal rechte Maustaste auf, und dann nachladen. Das muss doch funktionieren. Ah, nachladen. Ich muss die, glaube ich, aus dem Inventar nehmen. Ja, siehst du, das ist dieses Fummelige, was ich gemeint habe. Das ist, ja. Und die Schrotflinte muss ich beidhändig ausrüsten und kann ich nur nachladen, wenn ich sie abgelegt habe. So, wo ist die hin? Die ist in den Wald gelaufen, also da kommst du nicht hinterher. Gleich kommen ja noch ein paar. Gut, hat sie nochmal Glück gehabt, die Gute. Also, aber siehst du, gut, dass ich das nochmal probiert habe. Wie viel hat er jetzt reingeladen, wie viel Mumpeln? Das wäre ja ein Fail geworden. Alter, hat er nur eine Patrone geladen? Moment. Du musst stehen bleiben, dann lädt er alle nach. Das siehst du an der Anzeige über deinem Kopf dann. Nee. Wenn du beides in der hat tatsächlich nur eine geladen. Ich glaube, ich kann nur eine laden, weil ich kann rechts nicht mehr draufklicken und nachladen machen. Das ist doch nicht nur so ein Einschussteil, oder? Vielleicht hatten wir auch 49 Patronen und ich habe es übersehen. Oder es war eine drin, das kann auch sein in der Schrotflinte. Ja, dann hättest du ja... Dann ist es vielleicht eine doppelläufige. Achso, stimmt, ja, dann hättest du ja geschossen, hast du recht. Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen, ich muss es gleich mal ausprobieren. Gut, wenn von unserem letzten Trip noch die Zombies da sind, dann ist es hier eh gleich voll raus. Kommt der Zippy Market. So ein paar Antidepressiva werden mal nicht schlecht. Ach Don, dir geht's gleich besser, wenn du so ein paar Viecher umgehämmert hast. Right, stop! Hammer time! Da. Jetzt machen wir nochmal einen Abstecher zur... Ja. Zur Polizeistation, ja. Oder zur, zum Hospital, meinst du? Genau. Ja gut, die Bude ist ja auch voll, da kannst du eigentlich einen Molotow-Cocktail reinwerfen. Stimmt, da waren wir im letzten Part auch nochmal, aber da ist die ganze Dorfjugend drumrum. Der Molotow-Cocktail ist übrigens gar nicht so schwer zu bauen. Ja, aber dann fackeln wir auch das Hospital mit ab, das ist ja das Problem. Ja, und die Polizeistation, falls wir das noch nicht erwähnt haben, ich weiß es nicht, ist ganz am Ende dieser Straße. Das heißt, wir müssen jetzt einfach ewig weit hier runterlaufen. Und irgendwann wird es hier recht voll mit Zombies. So viel sei gesagt. Sehr voll. Ich sprinte mal kurz. Guck mal, ob die XP hochgeht. Warum muss ich denn jetzt eigentlich vorgehen, wollte ich gerade fragen. Aber Brain, ist das nicht gefährlich? Nein, Pinky, und jetzt geh vor. Hat einer den Vorschlaghammer dabei? Jawohl. Puh, Glück gehabt. Alles gedacht. Ansonsten wärst du jetzt zurückgelaufen. Ha, zack, schon ist der Punkt voll. Sprinten Level 1, hey. So, jetzt, wo sind denn die Viecher jetzt? Du bist jetzt schneller, glaube ich. Bin ich jetzt so schnell wie Flash? Sprintbar. Tatsächlich. Oh. Der Franzosen-Skill ist ausgebaut. Hier ist die Schule. Jetzt gleich geht's mit den Zombies los. Warum ist denn dein Sprint-Level eigentlich so hoch gewesen, Don? Ich weiß es nicht. Wenn du stirbst, werden da eigentlich die Fähigkeiten resettet? Nexus, du musst das doch wissen. Wenn du stirbst, dann machst du ja neu. Wenn du stirbst, machst du ja einen neuen Charakter, also das ist alles neu. Okay, ja, wenigstens das. Wie im echten Leben. It's real life. Ui. Ah ja, okay, das ist ein Fall für die Schrotflinte. Hallo, Freunde. Wie viele waren das jetzt? Drei. Geil, ein Schuss ist da drin. Wenn du stehen bleibst und R drückst, ich glaube, dann lädt er auch nach. Nein. Okay. Und bist du noch depressiv dran? Moment, schreit meiner nur. Öggy, Vorsicht, Öggy. Ah. Warum kann ich jetzt nicht nachladen? Was ist hier los? Lass es lieber, Don, bevor du gekratzt wirst. Ich habe Nagel am Baseballschläger, da gehen die direkt tot, das finde ich gut. Ach verdammt, ich muss die Patronen sekundär ausrüsten, glaube ich, und dann kann ich die erst nachladen. Ach du Scheiße, das ist ja echt fummelig.
Boah, Högi, wir könnten eine Hilfe gebrauchen. Ja. Da geht tatsächlich nur eine Mumpel rein. Ja, dann lad nach und hau rein. Boah, sauber. Lass außen rumlaufen, am besten. Gott, wir haben, glaube ich, alles hier im Umkreis angelockt. Nix gut. Ach Gott, oh ja. Oh, oh. Endlich sehe ich mal ein paar Zombies in dem Spiel. Ach du Scheiße, okay. Oh, Rückzug, Rückzug. Oh, 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 oh. Lass uns hier... Ja, okay. Hier hinten, vielleicht ganz hier hinten durch das Wohngebiet. Ey, bin ich echt doof? Oder geht da tatsächlich nur eine Mumpel rein in die Schrotflinte? Wie unnütz ist das denn? Ach nee, Moment. Ich muss jede Patrone einzeln ausrüsten. Oh je, Zombie voraus. Oder in eine Schachtel legen, das geht auch. Nee. Ja, jetzt habe ich's raus. Ja, Jungs. Dauert einen kleinen Moment. Oh, man hört, glaube ich, im Hintergrund jetzt eine Toilette. Ja, ich weiß jetzt wenigstens, wie ich zwei Patronen laden kann. Oder ich glaube, ich muss die doch im Inventar haben. Das könnte natürlich auch sein. Ja, probier es einfach aus. Ja. Ah, okay, ich muss sie im Inventar haben. Gut. In eine Schachtel legen. Habe ich jetzt 16 Patronen hier im Reserve im Inventar und die Schrotflinte in der Hand. Ne, habe ich nicht. Moment. So, jetzt kommen wir. Gut, dann schlagen wir uns durch zur Polizeistation. Vielleicht gehen wir einfach von Süden ran. Wer ist denn damit? Ja. Dann halten wir uns einfach von der Hauptstraße fern. Ich glaube, das wäre besser. Dann guckst du auch ab und zu nach hinten? Naja. Ach, scheiße, da vorne hüpft schon so ein Alter raus. Aber ich versuche jetzt nicht zu schießen. Sollen wir vielleicht hier nach Osten? Ja, nicht zu weit abdriften, oder? Ach, kacke. Ja, das wird auch nicht besser dadurch. Don ist okay. Nur weil du jetzt... PR-Folgen keine Zombies gesehen hast. Ach du Scheiße. Okay. Soll ich da kurz einen Prozess machen oder laufen wir einfach weiter? Oh je. Ja, ja, rechts also... und links sind welche. Ja, lass uns einfach weiterlaufen. Ach so. Bist du dran, Nexus? Ja. Tattoo 42. Hey. Ach du Scheiße. Boah, die stehen aber immer alle auf einem Haufen. Ne? Ja, nicht, dass die uns hier einkesseln, ne? Der Zombie schlechter. Oh oh, klick, klick. Nexus von hinten. Okay, nicht gut. Hoch auf die Straße, oder? Ja. Also mit der Schrotflinte locken wir, glaube ich, alles an im Umkreis. Ja, glaube ich auch. Da kommen sie schon. Delü! Kloppt dich doch nicht mit denen, Don. Lauf einfach weiter, so als ob das was bringt jetzt. Ja, das ist nur Skill hochtreiben. Ah, ich muss die Schrotflinte auch nicht aus der Hand nehmen, okay. Gut. Schuss hatte ich. Wie viel habe ich jetzt geladen? 4. Ich glaube, 6 Schuss geht da rein. Nee, jawohl. Okay. Gut zu wissen. Ja, doch, die streut ganz gut, die Flinte. Da kommt nochmal einiges. Oh ja. Hey.
Molotow-Cocktail hätten wir uns basteln sollen. Whiskyflaschen okay, haben wir ja. Einmal anlocken und oben rum. Was ist denn noch, ey? Hiernach, glaube ich, kommt das. Ja, hiernach kommt jetzt gleich. Das ist so eine lange Einkaufsstraße hier. Ah! Don kann oh die ja Mann, vielleicht oh gleich Mann. Weglocken mit seinem Sprinten. Ich müsste mal was trinken. Dito. So, jetzt kommt die Polizeistation gleich. Und einige Zombies. Tja, ich würde sagen, ihr lootet und ich halte die Stellung. Ja, dann oder einer lootet. Weg. Ach du Kacke. Ach du Scheiße! Waren das letztes Mal auch so viele? Ich glaube. Puh, okay. Müsste doch jetzt gleich kommen. Da ist ein Diner, da kann die Polizeistation ja nicht weit sein. Es ist kein Bagelladen. Donutladen meinst du? Ja. Pass auf, gleich kommt der Chief Wiggum. Ente, 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 Ente. Ne, das war ja Ralph, ne? Boah. Das ist aber auch das, ist aber auch das übelste Klischee, oder? Das stimmt. Ja. So, wie sehen denn jetzt meine Skills aus? Wo ist denn der Nexus? Ach, da hinten. Oh, ich hab bald Level Up mit Zielen. Das ist gut. Werde ich zum Scharfschützen hier. Ja, wäre ja cool, wenn wir in der Polizeistation noch eine Schusswaffe finden würden. War die so weit unten oder sind wir da jetzt schon dran vorbei? Nee, die war, glaube ich, tatsächlich am Ende der Map, oder? Es könnte auch sein, dass wir dran vorbei sind, oder? Moment, ich guck mal eben. Ja, hier hört die Straße auf. Wir sind dran vorbeigelaufen, wir Genies. Kommen hier eigentlich noch andere Stadtgebiete oder gibt es hier tatsächlich nur diese Stadt? Nach Nordwesten nicht. Nur im. Oh das ja, das war vorhin bei dieser Einkaufsstraße, wo. Im Nordosten ist ja noch eine Stadt. Ah, okay. Vielleicht. Direkt am Fluss. Vielleicht sollten wir uns auch überlegen, da mal vorbeizuschauen in späteren Parts. Die ist aber ziemlich weit. Also da muss man schon ordentlich verrennen. Na gut. Da gibt es auch ein paar gute Zwischenstopps, habe ich auf der Map gesehen. Vielleicht gegen Ende mal so eine längere Pilgerfahrt antreten. Wir können ja gleich vielleicht mal gucken, ob wir hier in ich ein bin Haus reingehen aus der Puste. Ja, ich muss auch was trinken. Ja, lass uns mal einen Zwischenstopp machen. Vielleicht bei dem Diner hier. Dann kann ich nämlich nochmal aufmunitionieren. Ah, hier ist eine Tankstelle, vielleicht da rein. Ich denke, das ist sicherer. Ja. Ist aber auch nett gemacht hier alles. Müllsäcke. Denkt an, leert man die Mülleimer aus. Okay. Müllsäcke mitnehmen. Du machst das Nexus. Wichtig für Regentonnen. Oh, Zigaretten. Toll. Wir brauchen hier den Vorschlaghammer. Kommt sofort. Sieht soweit clear aus da drin. Wie kann ich denn die Schrotpatronen auspacken? Ah, hier. Kann ich denn hier die Hälfte der Patronen nehmen? Steht eigentlich da, rechte Taste, Hälfte nehmen. Nimm die Hälfte.
Ja, ich kann die auch einzeln drüber packen, okay. Wobei muss ich gar nicht. Es reicht vom, passt vom Gewicht. Okay. Dann habe ich auf jeden Fall wieder genug Munition im Inventar, um nachzuladen. Eine DVD. Habe ich auch hier gefunden. Gibt es hier irgendwas zu trinken? Ja. Ja, hier hinten sind Toiletten, da kannst du. Habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Ich habe einen Benzinkanister. Soll ich den mitnehmen? Oh, Nee. Molotow-Cocktail basteln. Propangastank schon wieder. Haben wir irgendwo Whiskyflaschen oder sowas? Weil Stofffetzen habe ich. Wir brauchen ja. Und Feuerzeug bräuchten wir auch noch, ne? Feuerzeuge haben wir genug, da haben wir durch 9 Stück von. Ah, eine DVD habe ich. Was bringt die? Weiß ich nicht. Ja gut, klar, haben wir genug Feuerzeuge, aber wir haben keins mit. Whiskyflaschen haben wir, glaube ich, sogar. Hier? Hier nicht, ne. Achso, du wolltest es direkt hier bauen. Ne, hier gerade nicht. Ja klar, also zu Hause wollte ich mir den nicht in die Bude werfen. Gut, dann lass uns brechen. Dann gehen wir mal von Süden ein bisschen an die Polizeistation ran. Vielleicht Oh. meiden wir dann diese ganzen Horden. Ich bin nur noch weinerlich. Muschi Suche Junge. menschliche Kontakte oder Unterhaltung. Bleib bloß weg, ey. Ah. Vorhin schon gesagt. Ich da durch, da sind Zombies, Rögi. Bin froh, dass ich Was? Oh. keine 9 mm oder so in der Hand habe. Raus sind auch zwei Zombies. Hast du irgendwie so einen negativen Skill genommen? Nee. Das kam einfach irgendwann. Na gut, wenn wir halt unterwegs waren. Ja, schlägert die mal weg. Ist das nicht schon die Polizeistation da? Alter, Don, was hast du für eine Waffe? Baseballschläger mit Nägeln. Der ist ja über. Die musst du mir auch gleich noch machen. Ist das die Polizeistation hier? Ne, dahinter müsste die sein. Da war so eine Garage dran hinten. Ja, Nexus, glaubst du uns jetzt das letzte Mal, als wir gesagt haben, wir kommen da nicht rein? Ach, verdammt. Wie gesagt, mit zwei Leuten spielen ist schon schwer für mich. Ja. Naja. Da ist er. Ich glaube euch. Ach Ich würde du sagen, noch ein Stück nach Scheiße. Osten und dann nach Norden. Ja. Ja, wir haben schon den Train hinter uns. Da ist er. Da stehen sie überall im Hof. Komm, mach die Tür auf einfach. Schleicht mal, nicht rennen, Hügi. Vielleicht So merken sie laufen, uns schleichen, gleich. oder was? Ja. Ah, okay. Ja, von hinten kommen sie. Ja, sonst packen wir aus, die den Dings. Beeil dich, Don. Ich halte die Tür. Drin sind auch jedenfalls welche. Schon gesehen. Pass auf, wenn Kommt die einer um Tür die jetzt weg Ecke. ist. Da kommt einer um die Ecke gerade. Pass auf, Hier, Hügi. hol so raus. Oh, die gehen hinten ins Fenster rein und gehen nach vorne. Okay, dann geh weg von der Tür, Don. Mach den mal draußen weg. Mickrige Polizeistation. Gut, kommen die raus? Ja, da kommen wieder welche. Oh. Oh, das sind gar nicht so wenig. Weg. Sonst warte, ich guck mal, ob die mir hinterherlaufen. Warte, schieß nicht. Lauft ihr mal weg? Ja. Also. Okay. Immer noch eine Tuse drin. Ja, Nexus, lock die mal weg. Ah, da geht's schon weiter. Ich weiß nicht, soll ich schießen? Nee, schieß nicht, dann kommen alle. Nein, Don, pass auf. Nexus, na, hast du neue Freunde gefunden? Ja, jetzt erstmal ein bisschen mit den auf Party. Komm, Don. Ich glaube an dich. Noch ist alles safe hier. Komm.
Gib ihr! Gib ihr! Jawohl. Sehr gut. So, Nexus, du schaffst das da ja mit denen, ne? Ja. Was macht die denn da? Ich weiß es nicht. Gleich nicht mehr viel, schätze ich mal. Patsch. Da drin ist auch noch einer. Kommt raus. Lass doch rauskommen. Okay, ja, lass uns reingehen. Mal. Hinten noch einer an der Tür. Sicher den Eingang. Da sind auf jeden Fall noch welche drin, ich höre das. Obwohl die Tür müsste offen sein. Oder sie denn. Das sind Gefängniszellen, glaube ich. Ja. Wie hier halt original nichts drin ist, ne? Ich kann die hören, das ist fies. Das ist die Tür. Schon was gefunden? Nein, noch nicht. Dorn? Mach sie platt, die Alte. Dorn, der alte Holzfäller. Moment, ist noch da, ist noch einer. Ja, okay. Der Verhörraum hier, so war alles gut. So. Nächste Tür. Klo. Soweit frei. Was ist das spannend. Ich bin jetzt auch drin, also nicht erschrecken. Das sieht aus wie ein Lager hier, oder? Das hier sieht auf jeden Fall wie ein Waffenschrank aus. 9 mm. Ja. Nimmst du die mit? Ja. Oh, hier noch mehr 9 mm. Pistolen, 2 Stück. Nochmal 2, oder? Ne, das war derselbe Schrank, glaube ich. Okay, ich pack die mal ein. Oh, da ist schon sogar eine Laserzielhilfe drauf. Schachtel mit. Echt jetzt? Schachtel mit 223 mm. Für was sind die denn? Ich habe bei einem Zombie gerade Antidepressiva gefunden. Die ist, glaube ich, für Hunting Rifle. Antidepressiva, oh, korrekt. Finde ich gut. Falls er dann mal wieder einen schwachen Moment hat. Mhm. Bei dir in der Nähe kommt es ihm häufiger vor. Ey. So, Hunting Rifle hast du aber nicht gefunden hier, oder? Noch nicht, aber wir sind ja noch nicht durch. Nicht? Meine ich, oder? Na, das ist. Ah, da ist auch noch ein Türchen. Das ist aber auch Umkleide. Kugelschreiber, toll. Das hat sich ja rentiert. Auf jeden Fall schon mal mit den ganzen Pistolen. Erstmal was trinken. Gut, dann können wir uns verpieseln, oder? Ist hier noch irgendwas? Ah, das hier sind Zellen, ja. Ja, lass uns abhauen, oder? Moment, ich guck nochmal eben. Ich guck zu weit nach dem Hof nochmal. Oh. Da unten stehen die Zombies, die ich abgelenkt habe. Auf, Don. Hinten klettern sie über den Zaun. Lass uns gehen. Oh, wir sind auch ein. Wollen wir nochmal beim Hospital vorbei? Jo, können wir ja auch, wir müssen es wieder so versuchen. Wie weit ist das von hier? Dürfte nicht sehr weit sein. So, oh. 9 mm. Also wir haben 2 Schachteln und 2 Pistolen. Das ist gut. Ich habe auch noch eine Pistole. Eine davon auf jeden Fall mit Zielhilfe. Die brauche ich nicht mit der Schrote. So, ey, ich habe schon jetzt 1, 2, 3
Skills voll. Ich weiß, ich habe aber nur einen Punkt dafür. Sollen wir hier vielleicht auch mal durch? Das sieht ziemlich groß aus. Oh, Leichtfüßig, was bringt das denn? Keine Ich Ahnung. glaube nicht so schnell. Ich skill mal auf Schleichen. Hm, Schleichen habe ich auch schon voll. Gott, und Instandhaltung, bei Stumpf habe ich. Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Dann ey. Ich will ganz Hör auf da zu spielen, komm jetzt. Mit Zombies spielt man nicht. Du musst die Angst vor den Zombies verlieren. Ja, dann passiert dir das, was dem Nexus immer passiert. Dann stirbst du. Ja, der Nexus, der ist ja einfach so gestorben. Das waren die Zombies, Zombie-Horde. Ach so. Die Bösen. Nexus, hast du noch auf dem Schirm, wo es zum Hospital ging? Das war ja auf der Höhe der Schule ungefähr und dann nach außen die ganze Zeit. Also, glaube ich, noch ein Stückchen. Stimmt, ja. Stimmt. Alter, was ist hier los? Ich möchte nicht wissen, wie das in der anderen Stadt aussieht. Du brauchst bestimmt mindestens die Pistolen. Ja, mit denen kriegst du halt immer nur ein Viech weg, ne? Ja, aber dann meistens instant. God save us. Ja, die Kirche hat da leider auch nicht mehr geholfen. Wollen wir noch in die Kirche rein? Ein bisschen beten? Vielleicht finden wir da irgendwas Gutes. In der Kirche, genau. Ja, kann doch sein. Was hoffst du denn da zu finden? In Weihwasser? Der Kirche. Ja, Weihwasser wäre doch schon mal gut. Ah, ne, da hinten kommt das Pack. Dann laufen wir weiter. Ja, das sind nur vier. Die können wir auch wegpulen. Ja, dann machen wir das. Ich vertan. Es sind ein paar mehr dahinter. Ah, okay. Das ist ein ganzer Trail. Gut, ich meine, wir wollen ja auch irgendwann wieder zurück. Sonst wird der Part ja so mega lang. Hier ist eine Baustelle. Alter, da drin ist auch jemand krepiert. Ja. Und ihr so? Ja, ne, muss. Alles super? Klar. Also meine Langeweile ist jetzt ich schmeiß mir gleich erstmal die ganze Packung Antidepressiva ein. Dazu noch eine Flasche Whisky, ja. Soll ich sie dir jetzt schon geben? Und ein Päckchen kippen, dann passt das wieder. Als Beschreibung steht dabei, reduziert deine Unzufriedenheit über einen längeren Zeitraum. Ja. Ich habe aber gerade nicht das Gefühl, dass ich mir gleich den Baseballschläger mit dem Nagel in den Kopf hau. Okay. Oh, wie schön. Beruhigend. Das müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Ah, hier sind Zombies. Hm, ja, ich meine auch, dass es hier irgendwo gewesen ist. Aber ich habe ja auch eine Orientierungssinn wie eine Bratwurst. Ah, da ist. Oh, ich glaube. Da hinten ist die Schule im Nordwesten. Okay. Weichet, ihr bösen Geister. Ich bräuchte mal was zu phrasen. Ich müsste, glaube ich, nochmal auf die Karte schauen. Jetzt hier ist das ein bisschen ungünstig. Sollen wir vielleicht kurz in dem Haus hier verschanzen? Dass ich mal auf die Karte gucke? Jo. Mhm. Ah, hier waren wir schon drin. Alles leer. Komplett ausgeräumt, die Bude. Oh. Hallo. Kommen gerade drei, die mach ich mal hinweg. Ich
Ich suche mal was zu Oh, wir sind essen. zu weit. Wir müssen wieder zurück. Oh Mist. Warum? Könnt ihr jetzt mal auf zu spielen? Kommt. Eis ins Gesicht. Oh, ich nehme Stumpfgenauigkeit. Das finde ich gut. Stumpf ist Trumpf. Und ist nicht laut. Gut. Nächstes wohin? Hier die Straße wieder runter. Und dann die nächste links. Ich habe das Gefühl, dass unser Reiseleiter uns in die Irre führt. Können auch hier querfeldein eingehen. Dann machen wir das. Ja, stimmt, könnte auch hier gewesen sein. Tja, da hängen sie doch schon wieder, die ganzen Horden. Oh, wir sollten entweder Nord oder Süd ausweichen. Nord. Jetzt mal hier, ja, hier Norden. Also ich glaube, leichtfüßig ist die normale Laufgeschwindigkeit. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was dann flink sein soll. Ich glaube, leichtfüßig ist, dass die dich nicht so schnell hören. Das ist ja Schleichen, oder? Aber Ja, doch. leichtfüßig beim normalen Gehen ist Okay. es leichtfüßig, glaube ich. Tja, hier irgendwo war es, oder? Ja, jetzt Südosten hier ist es. Hier das Backsteinhaus. Immer den Zombies noch. Ich leicht die. Ich schl Ich lock die Wird Zombies wieder. wieder weg! Hier dieses Backsteinhaus ist es. Ja, dann lockt die Zombies mal weg. Don, wo bist du? Direkt Bleib hinter dir. mal. Ach, ja, okay. Jetzt folgen euch wieder welche. Ja, oder ihr beide geht rein und ich hab hier Spaß. Ja, dann helfe ich lieber mal eben. Wird hier erstmal aufgeräumt in der Nachbarschaft. Hui. Ja, ich sammle erstmal wieder ein paar. Ja, wir sammeln auch. Von oben kommen welche. Oh Gott, die Von kommen alle. überall. Högi? Wo denn? Von überall. Ja, es ist halt eine Schrotflinte, ne? Ist nicht gerade subtil. Okay. Ich merke das gerade. Rufst du denn? Ich bin wieder an der Straße, von der wir kamen. Ja, ich glaube, wir müssen die jetzt mal eben weglocken. Ja. Ja, Ja, nächstes lass sie oder mal ich Richtung schieße, dann kommen sie Südosten. ja zu mir. Okay. Oh, die Lass sie mal alle ignorieren mich gerade wegziehen. komplett. Ah, nee, doch nicht. Was sind das viele, ey? Mal gucken, vielleicht kann ich sie anlocken. So, jetzt über die Wiese. Rennen. Wenn wir auch einmal durch den Wald gehen, bleiben die da hängen. Ja, das Problem, wir auch. So, okay. Jetzt müssten eigentlich Komm, wieder Nexus. welche abhauen, oder? Oh, da kommen ja noch mehr. Wie sieht's aus bei euch? Hier, Don. Ach, da, ja. Wir sind so losgeworden. Bist du Ja, hier drin? sind noch welche. Yugi, bist du drin? Nein. Ich Bin drin. hab die weggelockt mit meinen Schüssen. Könnt ihr mir Deckung geben? Ich bin auch Jo. drin. Ja, ich bin noch draußen. Ich habe draußen auf der Hauptstraße rumgeschossen. Die laufen da gerade alle hin. Sieht aus wie ein Schlachtfeld hier. Aber schön leer der Vorgarten jetzt.
Hast aber schon ordentlich was leergeräumt letztens, Kirgi. Nur einen Schrank. Vitamine gefunden. Da draußen kommt so eine Chuse, aber ich will nicht schießen. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Was hast du denn? Was denn? Alles. Bandagen, Alkoholtupfer, Beta-Blocker, Flaschen mit Desinfektionsmittel, Vitamine. Hab ich auch gerade eben ordentlich. Ist ja besser als die Klinik, ey. Ich geh mal hoch. Jo. Ja, die Zombies ignorieren uns noch komplett. Flat Screen. Du hast einen Flat Screen gefunden. Ja. Beste Zombie-Apokalypse und wir räumen hier die Fernseher aus den Häusern. Genau. Dann können wir ja gleich DVD gucken. Ich habe nämlich eine DVD mitgehen lassen. Gut, das hat gut Schrotmunition gekostet, der ganze Einsatz hier, aber ich denke mal, die Medical Supplies war es wert. Das stimmt. So, ich habe oben alles leer geräumt. Wo seid ihr? Ich bin noch hinten in dem Raum drin. Okay. Brauchst du noch Hilfe beim Leerräumen? Ne. Das hier ist eine richtige Vorratskammer gewesen. Sonst könnte ich auch aufwerten. Das mach ich auch mal. Okay, ich komme raus. Ja, bin da. Ach, das ist Hügi. Einsam und allein. Puh. 5 Tage und 17 Stunden lebe ich schon. Ich bin dickhäutig und geschickt. Und ich bin 27. Und ich habe 35 Zombies getötet. Boah, genauso viel wie ich. Sollen wir hier oben nochmal in dieses Lädchen? Ich glaube, da gibt es ein bisschen was zu futtern. Ja, und dann sollten wir aber mal zurück. Oh, ist sogar offen. So, erstmal die Chips hier essen. Schatten im Hunger. Kann es sein, dass... Ne, kann nicht sein. Dass der Strom schon ausgefallen ist. Sehr gut. Orangenlimonade. Alles trinken. Ich glaube nicht. War irgendwo noch ein Lutscher, hast du den schon eingesteckt, Nexus? Jo. Darfst du auch gleich haben. Ja. Oh, hier Lagerraum. Weintrauben, verrottet, ja super. Wer hat die jetzt mitgenommen? Ich. Der Nexus. Dann kann man da die... Und dann beschwert er sich wieder, wenn er stirbt. Gut, dann lass uns gehen. Auf nach Haus. Auf nach Narnia. Ich habe 3 Kilo zu viel und kann trotzdem noch so schnell rennen. Das finde ich gut. Ach du Kacke, guck mal, wo ich geschossen habe, was da los ist. Ja, das ist schon cool gemacht hier mit diesen Hordenbewegungen. Das ist schon beklemmend, wenn du irgendwo schießt und auf einmal kommen sie da aus allen Ecken. Ja, sehr gut. Das war doch mal ein erfolgreicher Run. Aber jetzt müssten wir uns demnächst noch mal ein paar Locations raussuchen, die es lohnt zu besuchen, ne? Also ich habe gesehen, von unserer Lagerhalle gegenüber, ein Stück weit in den Wald rein, ist noch mal eine... Das war das ein Sägewerk, glaube ich, und ein Holzfällerlager. Okay. Das wäre vielleicht auch noch mal ein Blick wert. Wegen Werkzeugen und so. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, erstmal unser Lager ordentlich aufbauen. Ja, jetzt haben wir auch für jeden nochmal eine Pistole. 9mm Munition haben wir ja auch noch im Lager. Und die findet man eigentlich auch relativ oft. Kann man sich die irgendwann auch eigentlich selber herstellen? Munition, ich glaube nicht. Das glaube ich nicht, ne. Man ist damit auch eigentlich ziemlich schlecht beraten, muss ich sagen. Also wenn du nicht gerade wirklich in totaler Not bist, dann solltest du eigentlich immer irgendwas zum Schlagen nehmen. Richtig, ja. Oder halt Ablenkungsmanöver, ne? War ja jetzt auch nicht Verkehr. So. Wie weit ist das denn noch? Nexus. Ja?
Wie weit ist Frage das ich denn noch? mal. Du kannst gleich erstmal schön kochen. Okay. Ich kann gleich erstmal schön den Part beenden. Oh, jetzt bin ich nicht mehr schnell. Oh. Na, vielleicht cutte ich das auch in zwei Parts. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Wie lange nimmst du jetzt schon auf? Ich weiß das gar nicht. Ich habe mir leider keine Uhr gestellt. Mache ich eigentlich nie. Ist auch Schwachsinn. Ach, ich lasse das in einem Part. Was soll der Schmarrn? Was soll Nein. der Geiz? Ein kompletter Run. Fertig. Wir sollten jetzt langsam wieder nach Westen gehen. Boah, die Musik rastet gerade völlig aus bei mir. So Ja, bei Alfred mir auch. Hitchcock-mäßig. Oh Fahrzeuge gibt komm, es nicht, habe ich da schon die mal hau ich aber gefragt? noch weg. Die hau ich noch weg, die eine. Dann du Schlingel. Problem ist, mein Baseballschläger geht langsam zur Neige. Und ich habe nichts zum Reparieren. Also am schlimmsten wäre mal ein bisschen Holzkleber. Wir müssten mal gucken, ob es vielleicht irgendwo so ein Obi oder sowas gibt. Oder Adhesive Tape. Ich weiß gar Ach, guck nicht, mal was hier, ich dieses ausgeschoben Haus. habe. Da wollte ich nochmal rein, da wo die Alarmanlage angegangen ist. Da war ich schon noch mal drin. Da Ach ist so, nichts. okay. Ja, wir sollten Die geht auch weiterlaufen. übrigens auch wieder an, wenn du da reingehst, kann ich dir so schon sagen. Ach so, gut. Gleich müsste Was zieht da aber. oben? Lass mich rein. Ah, jetzt kommen langsam die Zombies. Also überall stehen jetzt hier Zombies rum. Das ist interessant. Ja, die ziehen wir halt Stück für Stück hinter uns her, ne? Sag ich ja, mit diesen Hornbewegungen das cool gemacht. Ja, dann wird es vielleicht doch Zeit, dass wir uns ein bisschen mehr verbarrikadieren. Wir sollten uns auch für alle Fälle ein Backup-Lager bauen, dass wir das ohne Bedenken auflegen können, aufgeben. Akku kaputt. Höge müde. Deutsch nix mehr. Dass wir halt ein Backup-Lager haben, wo wir uns notfalls hin verdünnisieren können, wo wir das Nötigste haben, dass wir halt nicht da anfangen müssen, alles zusammenzukramen, wenn die Zombies bei uns an die Tür klopfen, sondern einfach abhauen können. Legen wir uns noch ein Seil irgendwie aufs Dach, das wir runterwerfen können. Das sollten wir vielleicht vorher mal irgendwie testen, wie das geht. Und dann haben wir da schon mal einen Fluchtweg. Ich glaube, für jedes Stockwerk brauchst du ein Seil. Okay. Eins aber, glaube ich, schon, ne? Du kannst dir auch aus Fetzen so ein Seil machen. Ich denke mal, das ist eine gute Idee mit so einem Backup-Lager. Stimmt. Ja, Ich muss jetzt gleich wenn ich wieder, das sind jetzt doch immer nicht Gießen. so viel vorproduzieren müsste, weil einige haben es ja vielleicht mitgekriegt, dass ich im Moment so ein bisschen Stress habe mit Uni und so weiter, und wir hier massiv vorproduzieren. Das heißt, teilweise eine Woche vorher schon aufgenommen haben, bevor es dann hochgeladen wird oder freigeschaltet wird. Hochgeladen ist es dann schon meistens. Sonst würde ich das Ganze hier, glaube ich, auch ein bisschen interaktiver gestalten, dass ihr da ein bisschen mitbestimmen könnt, was sollen wir als nächstes looten, was sollen wir als nächstes bauen. Anregungen könnt ihr natürlich trotzdem in die Kommentare schreiben, das wäre eine coole Sache. Vielleicht schaffen wir es dann ja tatsächlich, darauf einzugehen. Fällt mir natürlich auch wieder früh ein, sowas, aber pff, ja, ist ja klar. Gut, wir haben es geschafft und ich denke, das ist ein schöner Punkt, um diesen doch etwas längeren Part zu beenden. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.